Bei Seminar im Fraßtanz, da redet man über die Gesundheit. Es gibt ja nicht nur unsere Talks, die wir immer mit dem Günther Ammer machen, sondern wir haben auch ein bisschen ausgeweitete Talks. Jetzt ist am 15. März Tag der Rückengesundheit. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn immer mehr Menschen haben Rückenschmerzen, so kann man sagen, oder haben Beschwerden. Wir haben eine sehr kompetente Runde hier, Günther Ammer. Kennen wir unseren Schlafpsychologen, Buchautor. Ich glaube, da gibt es einiges zu reden, auch im Thema Schlaf und diese Beschwerden, oder? Ja, genau. Dann freuen wir uns natürlich, dass Karl Müller hier ist, der Begründer von Kybun Schuhen. Und vor allem eigentlich unten an den Füßen geht es los, ob man richtig ordentlich die Haltung hat und gesund läuft. Kann man das sagen? Ja, das kann man sagen. Also dann, wenn man geht, dann ist wichtig, dass man richtig geht. Mhm. John Ludescher, Physiotherapeut und eine Praxis in Rötis. Da kommen wahrscheinlich viele Patienten auch vorbei. Nennt man das Patient? Patienten und Kunden, kann man da ruhig sagen. Ja. Kunden vorbei, denen es irgendwo zwickt am Rücken und so weiter. Wie ist das in Ihrer Praxis? Wie ist das, die meisten Leute kommen? Mit welchen Beschwerden? Also wir haben sicher 60% unserer Kunden kommen mit Rücken- und Nackenbeschwerden. Und wir verspüren auch eine stetige Zunahme über die Jahre hinweg. Vermutlich kommt das aufgrund der monotonen und spezialisierten Tätigkeiten im Alltagsleben. Es ist sowohl in statischer Position wie beim Sitzen, wie aber auch monotone Tätigkeiten wie zum Beispiel den ganzen Tag Schaufeln. Also alles, was monoton ist, zu viel, ist nicht gut. Idealerweise wäre einfach die Abwechslung gefragt. Der Mensch ist nicht für eine einzige Tätigkeit oder eine Haltung gemacht. Und wenn man einmal die Rückenschmerzen hat oder eben die Probleme, dann dauert es natürlich mit der Behandlung, bis man das alles wieder in den Griff kriegt. Ja, genau. Das ist so. Geht das Wochen, Monate? Also bei Bandscheibenproblemen gibt es eine Faustformel und die sagt 8 Wochen, wenn die Bedingungen wieder gut sind. Jetzt gibt es ja eine Studie, das besagt, dass 8 von 10 Europäer Probleme haben mit dem Rücken. Genau, also diese große Gesundheitsstudie, die man 2015 vorgestellt hat. Und wenn man einfach die Gesamtweltbevölkerung anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass die Hauptbeschwerden Nummer 1 mit dem Haltungsapparat zu tun haben und Rückenschmerzen sind nach wie vor der häufigste Grund, warum jemand arbeitsunfähig ist. Und natürlich kann man das jetzt spezifizieren, was heißt Rückenschmerzen, wo beginnt der Rücken und wo hört der Rücken auf. Aber die meisten Menschen wissen natürlich aus der Erfahrung heraus, dass das ein Problem ist. Und an zweiter Stelle sind die Depressionen. Und wir wissen ja, dass natürlich die psychischen Probleme sehr viel mit den körperlichen zu tun haben und umgekehrt. Das heißt also, viele Rückenschmerzen sind stressbedingt. Die Muskulatur ist natürlich ein super Empfänger für Stresseinflüsse und sobald wir Stress haben, wird natürlich über die Stresshormone auch die Muskelspannung erhöht und eine erhöhte Muskelspannung, wenn die natürlich, wie der John Ludescher sagt, über längere Zeit anhält, dann haben wir schon das erste Problem. Mhm. Herr Müller, Sie befassen sich seit 30 Jahren mit dem Halteapparat quasi der Menschen. Eigentlich sollte man jetzt ja gar nicht sitzen, sondern stehen. Das wäre das Allerbeste. Rückenprobleme kommen ja auch daher, dass man eben bei der Arbeit zu viel sitzt, stundenlang sitzt und so weiter. Man hat keine Bewegung. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Wie sehen Sie das? Ja, Herr Ludescher hat es ja gesagt, monotone Tätigkeiten. Und Sitzen ist natürlich eine solche monotone Tätigkeit und Sitzen hat verschiedene negative Einflüsse. Es verkürzt, wenn man zu häufig sitzt oder ständig sitzt, dann verkürzt sich die Muskulatur, Faszien verkleben. Es gibt erhöhten Druck in den Gelenken und das führt notgedrungen zu Rückenschmerzen. Eine andere monotone Tätigkeit ist das Gehen auf flachen Böden, in Schuhen mit Absätzen zum Beispiel. Sehr monoton, der Fuß klappt bei jedem Schritt runter. Würde man barfuß auf Sand gehen oder irgendwo in der Natur, dann ist das eben nicht mehr monoton. Dann ändert sich die Bewegung ständig und dann wird der ganze Muskelapparat oder neuromyofasziale Apparat, also Muskeln, Bänder, Sehnen, Nerven und so, wird alles ständig anders, nicht monoton, anders bewegt und daher
entstehen nicht so einseitige Belastungen. Und eben einseitige Belastungen führen dann zu Schmerzen. Sie haben ja einen Schuh entwickelt. Wir sehen jetzt Bilder hier eingeblendet. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erklären. Das ist ja, mit Flach hat das nichts mehr zu tun. Ja, genau. Rückenschmerzen beginnen eben auch am Fuß oder man kann sie auch mit Hilfe von Bewegung wieder lösen. Neben dem, dass die Physiotherapeuten gewisse manualtherapeutische Griffe machen. Und unser Schuh, der ist weichelastisch. Jeder Schritt ist anders. Der Fuß hat die Möglichkeit, sich nach links, nach rechts, in alle Richtungen frei zu bewegen. Darum ist kein Schritt gleich wie der andere. Und so wird von unten nach oben eine natürliche Bewegung initiiert, die dann eben auch Verspannungen löst, die Muskulatur in die End- und auch die Gelenke in die Endpositionen führt. Also man geht dann mehr in die Streckung, statt dass man ständig im Alter sich in die Verkürzung und die Beugung führt. Stichwort Faszien, da wird ja auch eng zusammengearbeitet. Ja gut, zuerst noch was zu den Stühlen. Also diese Stühle, die wir hier haben, die sind ganz besonders. Ja, total fein, ja, angenehm. Ja, weil die ermöglichen ein dynamisches Sitzen. Ja. Da hat einer unserer Orthopäden auch vor über 20 Jahren mitgewirkt bei der Entwicklung dieser Stühle. Und die bringen eigentlich beim Sitzen sofort eine 50-prozentige Entlastung des Rückens. Also wie Karl Müller sagt, das Sitzen ist sicherlich ein Thema und er hat auch das Stichwort der Faszien gebracht. Etwas nach wie vor sehr Geheimnisvolles in unserem Körper und erst die letzten 10 Jahre zeigt sich, dass diese Faszien eine viel dominantere Rolle spielen im ganzen Bewegungsapparat, als man das eben auch von Seiten der Wissenschaft bisher angenommen hat. Und was sehr erstaunlich ist, die neuesten Studien zeigen Folgendes. Wir haben gehört, 70% der Menschen haben mehr oder weniger chronische Rückenprobleme, immer wieder unter der Woche Rückenschmerzen. Und von diesen 70% ist es so, dass also nur gut 80% die Probleme in einem Bereich haben, die nichts mit den Gelenken, nichts mit den Muskeln und nichts mit den Bandscheiben zu tun haben. Da geht es um die Faszien. Das heißt also, wir arbeiten ja mit einem der führenden Sportorthopäden zusammen, mit dem Professor Tobolski aus Köln. Und die Sportorthopäden, die natürlich immer wieder mit Sportlern zu tun haben, die Probleme haben, die kommen jetzt mehr und mehr drauf, dass diese Faszie eigentlich etwas sehr Geheimnisvolles auch für den Sportler ist, weil dort sehr viel Energie gespeichert wird. Und wenn Probleme in den Faszien auftreten, das führt nicht nur zu Schmerzen, sondern es führt dann auch am Schluss zu einem Leistungsabfall. Und der Karl Müller hat eben durch seine Schuhe einen ganz wichtigen Input gebracht in diese Richtung, weil wir werden dann vielleicht in der Diskussion noch darüber reden. Es ist auch sehr wichtig zu verstehen, wir brauchen Bewegungen, die einen Schwerkraftreiz auslösen. Und da sind diese Schuhe genial, weil sie eben wie ein Trampolin, wie ein Mini-Trampolin funktionieren. Das heißt, beim Trampolin wissen wir, wenn wir Trampolin haben, dann können wir 4, 5, manchmal 6 G erreichen. Also das heißt, 5-6-fache Körpergewicht bringen wir in Bewegung. Und das Faszinierende schon am Trampolin ist ja, dass wir 656 Muskeln, also alle Muskeln im Grunde genommen ansprechen. Und beim Schuh ist es sehr ähnlich, oder? Also es hat natürlich schon Gründe, warum dieser Schuh so phänomenale Ergebnisse bringt bei Menschen, die Probleme haben mit ihren Gelenken, mit Kniegelenken, Hüftgelenken, mit den Muskeln, Sehnen, Bändern und so weiter. Und das ist eigentlich eines der Geheimnisse, dass wir wirklich mit dem Schuh einen Schwerkraftreiz setzen. Was sagt der Physiotherapeut zu so Luftkissenschuhen? Also ich habe diese selber schon ausprobiert und getragen. Und es ist wirklich wahr, es wird eine Stimulation der Muskulatur, vor allem der Stütz- und Haltemuskulatur, aktiviert. Und es bringt einem raus aus dem Alltag. Schon FM Alexander hat eine Technik entwickelt, der sagt, nicht immer in den gleichen Mustern arbeiten und sich bewegen, sondern raus aus dem Alltagstrott, einmal ein paar Schritte rückwärts gehen, seitwärts gehen, unebene Böden. Und das kann man mit diesem Schuh ganz klar auf normalen Böden auch simulieren. Jetzt sagt man, dass immer mehr junge Menschen auch mit Rückenproblemen quasi unterwegs sind. Merken Sie das bei Ihnen auch? Ja, kommt auch bei uns vermehrt.
speziell in der Halswirbelsäule, aber auch durch die Haltungen am Smartphone oder viel Sitzen vor dem Computer in schlechter Haltung, Vorposition der Kopfhaltung. Und das wirkt natürlich auf die Faszien und auf die Bänder, die dadurch in ungünstige Situationen über lange Dauer ausgeleiert oder verstreckt werden. Und das sollte eigentlich durch viel Ausgleichssport, abwechselnde Sportarten, nicht nur monoton wieder eine einzelne Sportart, sondern viele verschiedene Bewegungen und Sportarten würde ich befürworten. Wir haben ja schon oft darüber geredet, auch dass junge Menschen eben diese Probleme auch haben, hat aber auch mit Prävention zu tun. Sie werden gar nicht informiert. Also das heißt, die vertiefen sich mittlerweile, Smartphone und Tablet und alles. Prävention wäre da sehr wichtig auch. Genau, also es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, wirklich darstellen zu können, was alles im Körper passiert, oder wenn wir so Fehlhaltungen haben, wenn wir monotone Bewegungen machen. Und das Faszinierende ist eben, wenn wir noch einmal über die Faszien reden, in den Faszien sind 6-mal mehr Sinnesneuronen, also Sinneszellen, als in jedem anderen Gewebe im ganzen Körper. Und das bedeutet, dass die Faszien nicht nur für Halt, Stabilisation, Beweglichkeit verantwortlich sind, sondern dass die Faszien einen wesentlichen Einfluss haben auf unser Wohlbefinden. Das heißt also, Menschen, die verhärtete, verklebte, verdrehte Faszien haben, die fühlen sich auch nicht wohl. Das heißt also, ein gesunder Körper führt zum gesunden Geist und umgekehrt ist es auch so. Und diese Zusammenhänge, die sind natürlich bei Jugendlichen in der Regel nicht vorhanden, weil auch das Empfängnis in diese Richtung nicht allzu groß ist. Und deshalb spielt natürlich bei all diesen Dingen der Schlaf eine entscheidende Rolle. Weil schlafen müssen auch die Jungen. Das heißt, auch wenn sie zu wenig schlafen, verbringen sie doch 6-7 Stunden pro Nacht im Bett. Und deshalb hat natürlich die Schlafunterlage einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Regeneration des gesamten Körpers und da natürlich auch in Richtung der Faszien. Ja, Tag der Rückengesundheit wird am 15. März gefeiert. Wir reden über das Problem des Rückens. Rückenbeschwerden führt auch zu Schlafstörungen natürlich. Jetzt muss ich den Herrn Müller nochmal fragen. Sie haben so quasi eine Schuhwelt. Also das heißt, bei Ihnen kann man vorbeikommen, dann kann man schauen, wie ein Schuh gemacht wird, wie so ein Schuh entsteht. Also das ist etwas ganz Besonderes, eine quasi Schuherlebniswelt, weil ich wollte auf die jungen Leute kommen. Früher hat man gesagt, ja, so ein Gesundheitsschuh, man zieht es halt im Alter an. Mittlerweile sind das trendige Schuhe. Mittlerweile ist das wirklich ein Schuh auch für junge Menschen, die das Ganze haben und es im Grunde genommen als Vorbeugung und auch zum Wohlbefinden dient. Habe ich das korrekt gesagt? Ja, das stimmt. Wir möchten sensibilisieren, dass der Fuß, die Bewegung des Fußes enorm wichtig ist. Weil der Boden halt überall flach ist, haben wir die Sohle so gebaut, dass der Fuß, dass zwischen Fuß und Boden so eine weich-elastische Masse ist, gefüllt mit Luft, wo sich der Fuß frei bewegen kann. Und das würden wir natürlich gerne der Welt mehr zeigen, die Welt mehr sensibilisieren und auf die Prävention hinweisen, weil die Prävention wäre eigentlich das viel intelligentere als Therapie, nur ist das nicht so einfach. Das weiß man, Prävention ist keine einfache Sache und darum haben wir diese World of Walk on Air in Seenwald, wo wir die Schuhe produzieren. Wir haben ja das Gegenteil gemacht von den anderen. Die Schuhindustrie in Europa ist abgewandert nach Asien, China, Vietnam, Indonesien. Und ich habe dort früher mal produziert, vor 20 Jahren. Wir sind zurückgekommen in die Schweiz, haben eine Produktion in der Schweiz aufgebaut, hier im St. Galler Rheintal. Und wir haben uns entschieden, das zu zeigen, dem Publikum zu zeigen. Und da kommen die Menschen in Gruppen oder einzeln in Cars oder Einzelpersonen. Da kann man schauen, wie die Schuhe hergestellt sind und man kann auch erleben, wie man über Felsen geht, was passiert. Wir haben eine ganze Abteilung, die sich mit Faszien behandelt. Und da kann man direkt auch spüren, was passiert,
wenn man als Patient diesen Schuh trägt oder auch wenn man ihn einfach mal trägt, eben nicht als Gesundheitsschuh, sondern als etwas, was den Körper trainiert und fit macht. Gute Idee, was man da macht. Auf alle Fälle. Ja. Bevor ich zum Herrn Ammann wieder komme, Schlafen, Rückenschmerzen. Es geht ja auch um eine gute Schlafunterlage. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Wir haben immer auch über das Bettschlaf, also das Trio, schon oft gesprochen. Ich kann auch einen Physiotherapeut nur empfehlen, dass man das richtige Bett und die Unterlage hat. Auf alle Fälle. Wir werden regelmäßig gefragt von unseren Kunden, was würden Sie empfehlen? Soll ich mir ein Wasserbett, ein Luftbett oder ein Naturbett kaufen? Was ist besser, hart, weich? Das ist eine individuelle Sache. Meine Empfehlung geht auf alle Fälle hin auf ein Bettsystem, das so wie das Samina-System aufgebaut ist, mit Naturmaterialien, die ein trockenwarmes Bettklima schaffen und vor allem, dass die Bandscheiben regenerieren können über Nacht. Das heißt, eine sanfte Traktion, damit die Bandscheiben sich wieder mit Flüssigkeit ansammeln können. Mhm. Über den Tagesverlauf werden die wieder ausgequetscht, werden ein bisschen schmaler und das soll sich über Nacht wieder regenerieren. Was aber fast noch wichtiger ist, die Muskulatur soll keine Halte- oder Verkrampfungsposition oder Situation erleiden, sondern sie soll möglichst entspannt sein. Mhm. Und das kann sie nur, wenn ich optimal liege und gebettet bin. Mhm. Und das möglichst in allen Lagen. Und da ist wiederum entscheidend, was habe ich für ein Kopfpolster? Bin ich Seitenschläfer, Bauchschläfer? Das kann ganz entscheidend sein und die Therapie vom Vortag wieder zunichte machen. Mhm. Und das ist, wenn ich schnell ergänzen darf, ich bin jetzt einer, der sich dreht, also manchmal auf der Seite, manchmal auf dem Rücken, manchmal auf dem Bauch, alle Positionen liebe und ich schlafe seit, glaube 2 Jahren auf Samina und einerseits das Klima und andererseits eben die Entlastung der Muskulatur. Es gibt keine in jeder Lage nicht eine Anspannung der Muskulatur, sondern eben ich spüre eine Regeneration, neben dem, dass das Klima genial ist. Wir versuchen ja in vielen Filmen auch das zu erklären, die Probleme zu erklären. Es gibt ja verschiedene Schlaflagen quasi, also wie man im Bett liegt. Das alles habt ihr ausführlich auch immer wieder beobachtet, über viele Jahre auch angesehen. Also jeder hat andere Schlaflage oder wie er im Bett liegt oder wie es für ihn feiner ist. Das, was die Menschen sicherlich viel zu wenig beachten und auch sehr oft gar nicht draufkommen, ist, dass die meisten Schlaf- und Bettsysteme Rückenschmerzen erzeugen. Also es gibt eine Studie, die besagt, Menschen, die chronische Rückenschmerzen haben, die schlafen mit 90%iger Sicherheit auf einem falschen Bett. Und das ist eine eigene Wissenschaft. In dem Moment, ich eingeschlafen bin, kann ich nichts mehr tun. Das heißt also, dann werde ich geschlafen. Und das ist also wichtig zu verstehen. Wenn dann die Unterlage nicht funktioniert, ist die ganze Arbeit, die der John Ludescher macht in seiner Praxis oder ein Großteil dieser Arbeit, wird in der Nacht wieder zunichte gemacht. Und mit den Schuhen ist es das Gleiche. Und deshalb kombinieren wir das ja, dass wir sagen, auf der einen Seite brauchen wir die richtigen Schuhe, das sind eben die Kybot, die wirklich das voll unterstützen, das dynamische Laufen, die Abwechslung, die notwendig ist und alle diese Reize, die wir setzen. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber für diese 7-8 Stunden ein Bett, das uns orthopädisch während dem Schlaf therapiert. Und da gibt es jetzt also auch wieder eine ganz neue und hochinteressante Studie, die eben wieder genau in diese Richtung geht, dass die Muskulatur und auch eben die Faszien im Besonderen, diese Sinneszellen haben. Also das heißt, die Faszien reagieren natürlich auch auf Temperaturunterschiede, die reagieren auf Druckunterschiede. Und jetzt hat sich natürlich eines gezeigt, viele Betten, ich sage jetzt absichtlich nicht die meisten, aber viele, viele Betten- und Matratzensysteme sind viel zu hart, vor allem für ältere Menschen. Da entsteht zu viel Gegendruck und die Faszie lässt nicht los. Und was bei der Studie herausgekommen ist, ist auch noch interessant, wenn ein Bett zu weich ist, dann lässt die Faszie auch nicht los. Dann hat sie quasi das Gefühl, ich muss meine Spannung halten, weil da einfach der Untergrund für mich nicht stimmt. Und das ist eben das, was wir bei Samina machen, das flexible, dynamische Schlafen. Oder? Das macht den großen Unterschied aus
und auch die Thermoregulation. Das heißt also, die Muskulatur, das Gewebe, die Faszien reagieren eben auch auf Temperatur. Und wenn es zu warm ist unter der Bettdecke, wenn die Hitze sich staut, was zum Beispiel bei Federbetten und Daunen nicht ungewöhnlich ist, vor allem wenn die Zimmertemperatur noch relativ hoch ist, dann kommt es eben statt zu einem trockenwarmen Bettklima plötzlich zu einem feuchtwarmen Bettklima. Und wenn dann kalte Luft unter die Decke kommt, oder, dann ist natürlich das Problem für die Haut bis hinein in die Muskulatur und Faszien da. Und das verursacht natürlich unter anderem eben auch Rückenschmerzen. Rückenschmerzen ist eine ganz unangenehme Sache. Wie kann ich dem eigentlich vorbeugen? Das ist schon mal eine ganz wichtige Geschichte auch. Nicht, dass man gleich zu Ihnen kommen muss. Es ist zwar schön für Sie, wenn Sie da Kunden haben und betreuen können, aber wie kann ich das vorbeugen? Also auf alle Fälle eine abwechslungsreiche Tätigkeit wählen. Viel als Büroangestellter einfach viel aufstehen, auch im Büro herumgehen. Dann Ausgleich schaffen, dass man körperlich sich fit hält, dass der Stoffwechsel aktiv gehalten wird, in vollem Umfang beweglich bleiben. Und dann muss man wieder überlegen, wie wir vorher gesprochen haben. Dinge, die ich viele Stunden trage, wie die Schuhe zum Beispiel, meine Sitzmöbel, wo ich viel Zeit verbringe, oder der Autositz auch, und eben diese 6 bis 8 Stunden, die jeder Mensch jeden Tag im Bett liegt. Das sind Dinge, die eine lange Dauer auf den Körper einwirken. Und darauf sollte man besonders Augenmerk legen, dass man da gute Qualität und für das Passende für sich findet. Sie haben den Schuh entwickelt, dass man die Möglichkeit hat, mit einem Produkt eben vorzubeugen auch. Was würden Sie jungen Menschen so empfehlen? Sie waren ja selber ein erfolgreicher Sportler auch. Was würden Sie jungen Menschen mit auf den Weg geben, quasi, dass man eben auch sowas verhindern kann wie sehr schmerzhafte Rückenschmerzen? Die Naturvölker beweisen es. Barfuß gehen in der Natur, möglichst viel Abwechslung, repetitive Tätigkeiten vermeiden, das würde ich auch sagen. Weil wir halt keine Naturböden haben und nicht barfuß gehen können. Eben wenn man geht, in guten Schuhen gehen, die dem Fuß möglichst viele Bewegungsfreiheit geben und im Büro sitzen möglichst vermeiden. Man weiß heute, sitzen ist das neue Rauchen oder Schlagzeilen, wie wer länger sitzt, ist früher tot. Kann man heutzutage in den Zeitungen lesen. Also sitzen möglichst vermeiden. So wie wir jetzt mal eine halbe Stunde, das ist kein Problem. Aber ich würde raten, nie eine Stunde zu sitzen, weil die Faszien beginnen sich relativ schnell zu verkleben. Also stehen, und auch wenn man steht, nicht einseitig stehen, vielleicht auf einer weich elastischen Matte stehen oder möglichst immer in Bewegung bleiben. Und was Herr Luderischer auch erwähnt hat, ganz, ganz wichtig, Beweglichkeit. Also Dehnungsübungen machen zum Beispiel. Mhm. Wie ist das eigentlich mit den Sportlern? Kommen da häufig Sportler oder die angeschlagen sind in die Praxis? Ja, das ist auch so. Es gibt Sportler, die genauso ihre Rückenbeschwerden haben oder sogar Bandscheibenvorfälle haben. Zuletzt ein Marathonläufer, der wahrscheinlich einfach aufgrund einer Blockade im Körper eine Fehlbelastung oder ein Fehlverhalten sich angeeignet hat und einfach zu monoton nur Lauftraining. Also besser wäre es wahrscheinlich, wenn man sein Training, man sagt ja, Sport ist Mord. Und ein Stückchen weit hat das seine Berechtigung. Besser wäre natürlich, nicht den Leistungsgedanken an vorderste Stelle zu stellen, sondern umfangreich viele verschiedene Sachen zu machen, wie gesagt. Wir haben ja oft auch geredet, ein guter Tag entscheidet sich schon in der Nacht beim Schlafen. Und Sie sagen auch immer wieder, das muss einfach zusammenpassen. Also der Tag und die Nacht, wenn man am Tag richtig geht, wenn man darauf achtet und auch Sport macht und nicht zu spät zum Beispiel Sport macht am Abend, dann schläft man auch gut. Genau. Also das, was wir hier hören über die Bewegung am Tag, das ist ganz wichtig. Wenn wir noch einmal zurückkommen auf die Schwerkraftreize, also die Raumfahrtmedizin zeigt uns ja ganz klar, was passiert, wenn wir zu viel in der Schwerelosigkeit sind oder wenn wir zu wenig Schwerkraftreize haben. Das ist ein Thema, wo sich die Leute nicht so viel vorstellen können. Aber die Schwerkraft ist eine Kraft, die Gravitation, die ist immer da. Wir müssen gegen diese Kraft arbeiten bei jeder Bewegung.
Und ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich sehe, speziell bei Menschen, die sitzende Tätigkeiten haben, und das hat die NASA hochgerechnet, wir sollten also etwa 35 Mal am Tag aufstehen. Ideal wäre es sogar, also eine Kniebeuge zu machen und dann langsam aufzustehen. Und das sollten wir in einer Stunde dreimal machen. Also ich habe in meinen Seminaren das angefangen zu tun. Und die Leute sind dann ganz überrascht, dass wenn sie nach 5, 6 Stunden Seminar weggehen, dass sie sich einfach viel besser fühlen. Wir müssen genug Wasser trinken. Also viele Leute haben Probleme mit der Muskulatur, mit den Bandscheiben, mit den Faszien, weil der Körper einfach zu wenig Wasser hat. Also das Wasser trinken ist ein ganz ein wesentlicher Teil, der sich übrigens auch im Stressbereich auswirkt. Oder? Sehr viel Wasser braucht unser Gehirn und nur 2% Wassermangel. Also wenn irgendwo von diesem Wasser, wo wir regelmäßig in Umlauf bringen, das sind etwa 2-3 Liter am Tag, wenn da nur 2-3% fehlen, dann hat unser Gehirn schon Stress und Stress ist wieder schlecht für den Rücken. Und natürlich, jetzt kommen wir noch schnell zur Psychologie, klar ist, Menschen, die eben Lasten zu tragen haben, sinnbildlich, oder? Die haben natürlich Rückenschmerzen. Also Menschen, die Sorgen haben, Menschen, die Probleme haben, die neigen natürlich viel öfter zu Rückenbeschwerden als andere Menschen. Deshalb ist eben auch wichtig, immer im Balance zu bleiben, versuchen, sich auszugleichen, zu entstressen, zu entschleunigen. Das Thema Aufmerksamkeit ist ein ganz wichtiges. Das werden wir bei der nächsten Sendung mit der Schule besprechen, oder die Aufmerksamkeit, also sich auf Dinge fokussieren. Und die Menschen glauben, sie sind wie Computer, man kann sie multifunktional, kann man die Dinge gleichzeitig tun, aber es soll einmal jeder probieren, einen zweiten Gedanken zu denken. Wir können immer nur einen einzigen Gedanken denken. Also das kann jeder Zuschauer einmal probieren, einen zweiten Gedanken gleichzeitig zu denken, geht nicht. Und deshalb müssen wir wieder lernen, die Dinge nacheinander zu tun. Nicht alles miteinander, das Multitasking. Es hat sich ja gezeigt, dass es nicht funktioniert. Es führt zu Stress. Und Leute, die das glauben zu beherrschen, die werden dann nach einigen Jahren feststellen, dass es nicht funktioniert. Und da spielt eben alles zusammen, der ganze Tagesablauf und dann natürlich die Nacht, oder, wo alles schlafbiologisch, elektrobiologisch funktionieren muss. Der Elektrosmog ist ein Stressfaktor, oder, der wirkt natürlich auf den gesamten Körper. Und Menschen, die sich halt viel mit technischen Dingen beschäftigen, die haben natürlich auch eine höhere Strahlenbelastung. Herr Müller, wie könnte man das den Menschen auch noch näher bringen? Denn, ja, wie es halt normal ist, ich beginne dann morgen mit dem allem, habe eh keine Zeit, man hat Stress, man ist in der Arbeit. Und dann kommt nämlich dazu eigentlich, kranke Mitarbeiter schaden ja eigentlich dem Geschäft. Und, aber das Thema ist eigentlich in der Gesellschaft nicht so verbreitet, dass man das so richtig auffasst. Wie sehen Sie das? Ja, es ist so. Leider beginnt man erst dann, wenn der Leidensdruck genügend groß ist. Und darum ist ja auch die Prävention so schwierig. Ja, wie macht man das mit dem Leidensdruck? Vielleicht mit Freude. Trampolinspringen tut ja jeder gern. Wenn man die Kinder aus der Schule gehen sieht, dann, wie nennt man das hier, Hopslerhüpfen, so dieses Springen aus der Schule, das hat ja auch mit Schwerkraftüberwindung zu tun. Und einfach dieses federnde Bewegen, das macht Freude. Und wenn man das mal entdeckt und unsere Schuhe und die Matten im Büro, das federt alles, das bringt Bewegung in den Körper. Und vielleicht ist das eine Alternative, die Freude statt dem Leidensdruck als Motivation, etwas zu beginnen, etwas zu tun für die Gesundheit. Gibt es Kunden, die vorher kommen? Quasi also Dauerkunden? Gibt es, ja. Gibt es, oder? Ich habe solche, ja. Und ja, die Gesundheit beginnt also sicher mit dem Bewusstsein und im Kopf. Das fängt an von dem, dass man den ersten Schritt macht, dass man sich gesund ernährt, dass man die sozialen Kontakte pflegt, dass man zu Hause mit der Partnerschaft schaut, dass da alles im Reinen ist, Familie. Das sind wichtige Punkte, wo man beachten soll. Und auch für die Regeneration soll gesorgt sein. Es gibt Firmen bei uns im Vorderland, eine ganz große, bekannte, die schaffen für die Mitarbeiter gemeinsame Räume,
wo sie sich austauschen können, wo sie regenerieren können, die gemeinsam eine Küche bedienen, sich das Mittagessen selber kochen. Und also Omikron. Genau. Ja. Habe nicht gewusst, dass ich jetzt hier Fremdwerbung mache. Das darf man schon, die sind ausgezeichnet worden, ja, mit Preisen auch. Und das scheint da recht gut angenommen zu werden und auch zu funktionieren. Aber es ist ein langer Weg. Ja, es ist ein langer Weg. Oder? Das ganze Leben ist natürlich ein Lernprozess. Und man würde als Kind und als Jugendlicher bis zu einem gewissen Alter hat man die besten Möglichkeiten, viel zu lernen. Aber da ist es eben kein Thema. Es ist kein Thema in der Schule. Im Gegenteil, die Bewegung und der Sport wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Man geht davon aus, dass die Kinder und die Schüler selber Sport betreiben und dass das keine Aufgabe der Schule ist. Das sehe ich absolut nicht so. Also es wäre pädagogisch nach wie vor ganz wichtig, dass genau diese Themen auch in der Schule behandelt werden. Je früher ein Kind sich mit diesen Dingen auseinandersetzt und je mehr sich die Eltern auch mit dem Kind in diese Richtung auseinandersetzen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rahmenbedingungen, um gesund zu bleiben, wirklich gut sind. Und es gehört viel dazu, um gesund durch dieses Leben zu kommen. Wir haben die Studie aufgezeigt, 95% der Weltbevölkerung haben Gesundheitsstörungen, also mindestens eine Gesundheitsstörung. Das heißt, wir haben nur noch 5% gesunde Menschen, die also aus medizinischer Sicht wirklich kerngesund sind. Das heißt also, wir sind jetzt in einer Situation, oder, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, wie können wir von klein auf diese Dinge besser in den Griff bekommen. Wir haben ein enormes Wissen auf diesem Planeten, das war noch nie so groß, aber wir haben eine äußerst geringe Umsetzungsquote. Das heißt, das Wissen wird nicht in Praxis umgesetzt. Es nützt dem Menschen nichts, dieses ganze Wissen. Und da gilt es, an dieser Schraube zu drehen. Tag der Rückengesundheit am 15. März. John Ludescher mit Praxis in Rötis, Physiotherapeut. Wenn wir jetzt das Thema ein bisschen abschließen können, zusammenfassend, vielleicht nochmal ein Tipp. Ein Tipp? Ich würde sagen, am Morgen im Bett schon beginnen, bewegen Sie Ihre Gelenke in alle Richtungen, wie es die Katzen machen, strecken, drehen, beugen und erst dann aufstehen, einmal tief Luft holen bei offenem Fenster und motiviert und voller Freude in den Tag starten. Ein gesundes Frühstück, genügend Flüssigkeit in Form von Wasser oder Tee, eine vitalstoffreiche Ernährung, damit der Körper gut funktionieren kann, weil ein gesunder Darm macht den Doktor arm, ein Spruch, der sehr viel Wahrheit beinhaltet, und abwechslungsreicher Tagesablauf. Ja, Karl Müller, nicht nur Namensgeber beim Kübo und Park in St. Gallen, sondern mit Kübo-Schuhen auch sehr erfolgreich mit einer eigenen Schuhwelt. Ich kann von der Autobahn kommend in Sennwald von beiden Richtungen herunterfahren, also bin dann direkt bei Ihnen, und aus Vorarlberg ist ja auch nicht weit, ein paar Minuten. Ja, wir sind aus dieser Sicht sehr zentral. Andere sagen, die Schweizer, wir sind am Ende der Welt, aber ich glaube, wir sind sehr zentral gelegen. Genau, in der Mitte sein. Ja, genau, ja. Wir sind sehr zentral gelegen für Vorarlberg, für den östlichen Teil der Schweiz, und ja, Sie sind alle herzlich willkommen bei uns, und erleben Sie doch mal die Kibun-Erlebniswelt World of Arcon Air. Da werden wir mal vorbeikommen. Vielleicht fassen Sie noch ganz kurz Tag der Rückengesundheit oder eben das Thema Rückengesundheit aus Ihrer Sicht zusammen. Jetzt machen Sie es mir schwer, weil Herr Ludescher hat praktisch alles gesagt. Dann ist er am richtigen Weg. Ja, absolut. Mhm. Ich würde vielleicht noch, er hat das sicher auch so gemeint, noch dehnen. Also für mich ist die Beweglichkeit im Alter ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, weil wenn man nichts tut, wird man immer unbeweglicher, steifer. Die Beweglichkeit zu erhalten ist einer der wichtigsten Schlüssel, denke ich. Mhm. Ja, und zum Abschluss war auch noch ein wichtiger Satz jetzt im Alter, da die Bewegung, wir haben jetzt viel über die jungen Leute auch geredet, aber natürlich die Rückenschmerzen oder die Verlängerung, dass man einen guten Rücken hat, kann man natürlich auch im Alter fördern. Also das ist auch sehr wichtig, nicht nur mit einem gesunden Schlaf. Man geht natürlich irrtümlich davon aus, dass es normal ist, im Alter Rückenschmerzen zu haben.
Dem ist natürlich absolut nicht so. Einer meiner Vorbilder war immer der Toni Hochreutener. Er ist jetzt leider im 95. Lebensjahr verstorben, aber er war bis zum Schluss beweglich. Er hat ja auch diese Sprossenwand in den Schweizer Schulen eingeführt und hat sich sehr intensiv mit dem Rücken des Menschen beschäftigt. Und ich habe ja immer wieder profitiert, auch mit den Sportlern, mit den Eishockeyspielern. Wenn die Bandscheiben- und Rückenprobleme gehabt haben, dann hat er immer die richtigen Rezepte gehabt. Ja, von meiner Seite, oder natürlich, ich kann immer nur das Gleiche wiederholen. Der Schlaf ist aus gesundheitlicher Sicht ein 90%-Faktor. 90% unserer Gesundheit hängen vom Schlaf ab. Und die aktuellen Experimente und Untersuchungen zeigen ja, dass 70% der körperlichen Regeneration vom Schlaf abhängen und 100% der mental-, psychisch-geistigen Regeneration. Und ich behaupte, dass 90% der Zivilisationsmenschen einen biologisch unzureichenden Schlaf haben. Sie glauben, dass sie gut schlafen, nur deswegen, weil sie in der Nacht nicht aufwachen. Aber viele spüren ja morgen, dass sie steif sind, dass sie sich kaum bewegen können. Das sind die ersten Anzeichen, dass etwas mit dem Körper absolut nicht funktioniert. Und wie der John Ludescher sagt, bei einer Katze ist das unvorstellbar. Die Katze ist ja ein nachtaktives Tier, deshalb schläft sie sehr viel am Tag und deshalb kann man die Katzen sehr gut beobachten, was die machen. Und immer wenn die Katze aufwacht, oder, das ist ein ganz besonderes Ritual zu beobachten, wie sie sich wirklich streckt und wie sie ihren Katzenbuckel macht und wie sie in die Länge geht, also den ganzen Körper sozusagen. Und da können wir natürlich auch von den Tieren viel abschauen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Katzen viel Rückenschmerzen haben oder andere Tiere, die in der freien Natur unterwegs sind. Warum? Weil die Natur sozusagen ihnen nicht so viel Freiräume lässt wie uns Menschen. Die sind instinktiv unterwegs, aber sie machen das Richtige. Und wir Menschen sind Verstandesmenschen und wir glauben, dass wir die Dinge so machen können, wie wir das machen wollen. Und mit dem Schlaf ist es eben das Gleiche. Der Schlaf braucht ganz bestimmte elementare Voraussetzungen, dass er funktioniert. Genau dasselbe ist mit dem Gehen, mit dem Laufen, mit dem Springen. Es braucht ganz elementare Voraussetzungen, damit das funktioniert. Und Schuh und Schuh sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und beim Bett und bei der Matratze ist es genau das Gleiche. Und deshalb ist es natürlich schon eine Herausforderung für die Menschen, das Richtige zu finden. Und jetzt wissen wir, oder, und das ist ein bisschen das Problem, wir haben ein totales Overloading in uns. Wir haben viel zu viele Informationen, die den ganzen Tag auf uns einprasseln. Und das hat jetzt unter anderem dazu geführt, dass die Menschen auch in Passivität verfallen. Das heißt also, es braucht relativ lange, bis sich jemand aufrafft, etwas zu tun. Und dann Entscheidungen zu treffen, ist das Nächste. Und das ist etwas, das kann man natürlich nicht lernen. Und der Karl Müller hat es schon gesagt, der Leidensdruck ist natürlich dann jener Punkt, wo uns dazu motiviert, so jetzt ist Schluss, jetzt will ich was ändern, ich will mit meinen Rückenschmerzen nicht mehr leben. Und dann beginnt man natürlich bei Dr. Google zu schauen, was man alles tun kann. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt ein paar aufgezeigt, aber ich kann nur zusammenfassen, die richtigen Schuhe sind wichtig, die richtigen Stühle sind wichtig, das richtige Bett ist wichtig und prophylaktisch beispielsweise zum John Ludescher gehen, der auch eine sehr gute Ausbildung im Bereich der Chiropraktik hat. Und Menschen, die regelmäßig zu einem Chiropraktiker gehen, die haben natürlich viel die besseren Karten, dass sie eben auch beweglicher bleiben, dass sie gesünder bleiben, weil er sieht sofort, wo es fehlt und er kann dann seinen Patienten sagen, das solltest du tun und das solltest du eher lassen. Dann hätte ich noch kurz anzuschließen an Günther Ammann. Beweglich bleiben wie eine Katze. Sie können gerne auf meiner Homepage johnludescher.com den Folder Wirbelsäulenpflege am Morgen runterladen. Da sind mehrere Übungen zusammengestellt, die die Morgenbeweglichkeit oder die Beweglichkeit für den Körper fördern. Also www? www.johnludescher.com. www? Gute Frage. www.kibun.com. Jawohl. Mit Y. Und wir haben einfach gesundschlafen.com, da gibt es alle Informationen. Jetzt haben wir eine halbe Stunde geredet, sehr interessant. Wir, würde sagen, beginnen jetzt gleich mit der Prävention. Wir stehen jetzt auf, weil, obwohl es angenehme Stühle sind, aber Tag der Rückengesundheit, da werden wir uns jetzt gleich bewegen.
Und alle weiteren Informationen gibt es auf unserer Plattform einfachgesundschlafen.com. Und natürlich ausgestrahlt wird dieser Talk in verschiedenen Kabelnetzen und auf verschiedenen Plattformen.